Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Eine weitere Folge Papa kocht. Es gibt Pasta. Tim, das ist der Typ hinter der Kamera. Ich bin der vor der Kamera. Wir machen uns eine Pasta. Und zwar ist mir was eingefallen. Ich hatte in der Jugend einen Freund, Italiener. Und bei dem seiner Mutti, da gab es immer ein Gericht, das haben die Feinschmecker-Pasta genannt. Ich frage mich nicht, warum. Tim, schreiben wir das auch so einen Titel, oder? Ja. Ja, echt jetzt? Genau so. Ja, okay. Also Clickbait wieder. Einfach nur das. Clickbait einfach wieder, ja. Und da geht es um ein paar Spaghettis. Da geht es um Spinat und da geht es um viel Knoblauch, also relativ viel Knoblauch hier, so 13, das ist ja schon ordentlich was. Ne? Da kommt eine Sardelle mit rein, ein bisschen Chili, Butter und Sahne. Also das ist schon, da ist schon Punch dahinter. Ne? Ich habe hier Hoffmann-Pfanne schon mal vorbereitet. Hoffmann-Topf steht auf, Wasser kocht natürlich, ne? Die Zeit wollte ich euch sparen. Und habe hier ein bisschen was vorbereitet. Ne? Wir haben hier wirklich einen ganzen Sack voll Spinat. Bleibt ja nichts übrig von, ne? Aber ich sage euch, wie es losgeht. Wir machen zuerst in die Pfanne, die läuft jetzt hier auf 6 von 9, so ein bisschen Olivenöl unten rein. Das ist auf jeden Fall kein leichtes Gericht, ne? Aber Timmy, komm, können wir uns auch mal gönnen zum Mittag, oder? Korrekt. Dann habe ich hier Sardelle, die ist auch ein bisschen in Öl eingelegt. Da kommt auch ein bisschen was vom Sardellenöl dazu und natürlich auch noch Sardelle, sehr klarer Fall. Und dann habe ich hier ein fettes Stück Butter. Das sind, wie viel hat es so ein Päckchen? So ein Drittel war das ungefähr. Das ist ungefähr ein Drittel Butter, ne? Ja. Okay, rein damit. Ja, so, dann machen wir hier den Knoblauch einmal ein bisschen draufgehauen. So, weil die Idee ist jetzt dahinter, den Knoblauch hier einmal so ein bisschen zu hacken. Ach, und übrigens, ich hatte es ja kurz erwähnt, hier Knoblauch ist das eine, scharfes Messer ist das andere. Gibt es bei Heiso, ist übrigens hier, guck mal, das ist Sandoku, auch ein geiles Teil. Link ist in der Videobeschreibung unten drin, logischerweise. Und hier Hoffmann Pfannen, natürlich auch geiler Scheiß. Gutes Kochgeschirr, wenn ihr da irgendwie euch was gönnen wollt, links in der Videobeschreibung. Wir haben einen Rabattcode für euch. Ding, hier ist er, Bernstein. Kauft euch geile Pfännchen, ja, und Messer, ist wichtig. So, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Chili. Die schneiden wir uns auch noch so ein bisschen. Das ist eine getrocknete, ganz normal, so eine Thai-Chili, ne? Jo, ich sag mal so, der könnte auch eine Peperoni nehmen oder irgendwas anderes. Aber die hier, die wird schon ordentlich Druck haben. Das ist für unsere Verhältnisse schon reichlich, oder Tim? Die knallt. Die knallen schon, gell? Das ist halt so. Ne? So, jetzt holen wir uns hier noch. Jetzt holen wir uns hier noch so 2, 3 Sardellen raus. Ey, keine Berührungsängste bitte vor Sardellen. Ihr werdet nichts mehr schmecken nachher davon. Die ist einfach nur, das ist einfach nur Umami-Booster ist das. Ne? Das ist einfach ein Umami-Booster. Ganz anders kann man das gar nicht sagen. Gönnt euch das, so ein Glas hält 10 Jahre im Kühlschrank. Das ist, wenn ihr in Öl legen, alles gar kein Problem. So, jetzt gehen wir daher. Mehr kommt da nicht rein an Sardellen. Nee, das ist schon viel. Das ist tatsächlich schon, also 3 Stück. Das ist schon auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Menge. Und die lassen wir jetzt gleich zusammen mit dem Knoblauch und der Butter und so weiter und so fort da drin schmelzen. Und du wirst sehen, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. So, Pfanne auf 6. Ihr seht ja, die Butter schmilzt. Dann geben wir das hier alles schon mal rein. Ja? Was wir wollen, ist das Öl und die Butter aromatisieren. Ja? Und das ist vor allem auch super schnell gemacht. Gell? Das geht ja also wirklich gut und schnell von der Hand. Es gibt nachher noch ein bisschen Käse oben drauf, sehr klar. So, das haben wir jetzt hier drin. Nudeln. Timmy, wie lange? 9 Minuten, ne? Ja. Machst du mal einen Timer bitte für mich. Ja? So, 9 Minuten Nudel, Spaghetti kochen. Also, goldene Regel beim Pasta-Kochen, ihr wisst es ja. Oder ich hoffe, ihr wisst es. Wenn nicht, erzähle ich es euch jetzt. Die Soße wartet auf die Nudeln, ne? Das ist die goldene Regel. So, und jetzt gehen wir hier mal auf 7, dass es ein bisschen schneller geht. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Spinat dazu kommt und die Nudeln schön kochen. So sieht das dann aus, wenn die Sardelle ist komplett geschmolzen. Man sieht nichts mehr. Die Butter wird jetzt so ein kleines bisschen, die ist jetzt schön geschmolzen auch. Ne? Und jetzt bevor die braun wird, die Butter, ne? Wir wollen keine Nussbutter machen, machen wir Spinat mit rein. Ja. Und normalerweise könnte man tatsächlich auch mit Weißwein ablöschen. Ne? Aber ich habe ihn extra nochmal gefragt, der hat gesagt, Weißwein war nie drin. Also, dann machen wir es heute auch nicht. Ne? Aber wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr das hier auch nochmal gleich mit so ein bisschen Weißwein ablöschen. Ich aber wahrscheinlich. Das immer ganz gerne bei Pasta. Ja, aber vielleicht haben die das damals, weil wir Kinder waren, haben die vielleicht keinen Wein reingemacht. Ja. Was kann sein, ja? Jo. Und jetzt guck mal, was aus diesem Spinat hier gleich wird. Ne? Gar nichts mehr zu sehen. So, Pasta braucht noch 3, 4 Minuten. Und dann ist ja unser Süßchen auch schon fertig hier. Ne? Kommt ein bisschen Sahne drauf und dann geht's ab. Schau mal, jetzt habe ich die Pfanne noch mal ein bisschen hochgedreht. Und ich sage euch, was hier los ist. Ne? Also Knoblauch, Spinat und Butter. Das sind ja sowieso besten Freunde des Lebens. Ne? Also ist ja klarer Fall. So, jetzt holen wir uns hier so ein bisschen Nudelwasser, eine Kelle. Und löschen das mit ein bisschen Nudelwasser ab. So. Jetzt gibt es hier schon tatsächlich durch Butter und Pastawasser eine leichte Bindung. Sehr schön. Jetzt gehen wir an den Punkt, wo wir ein bisschen Salz reinmachen. Weil Gewürz ist es eigentlich schon ganz gut. Dann gibt es nur noch ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier gestoßen, ihr könnt alles Mögliche nehmen.
So, und dann gehen wir her und machen so ein bisschen Sahne rein. Ja, das sind so 200 Milliliter jetzt vielleicht. Ne? Dann können wir gleich schon mal gucken, ob wir noch was brauchen. Und jetzt guckt euch das mal an. Das ist allein schon jetzt, ne? Geiler Rahmspinat. Tipptopp. So, und jetzt ist unsere Soße soweit fertig. Wir drehen die runter und warten eine Minute auf die Nudeln. Nudeln abgeschüttet. Das ist gut. Das waren 250 Gramm roh. Ist für zwei Personen eine ordentliche Menge. Ne? So, jetzt gehen wir hier vorne wieder ein bisschen Druck drauf. Auf unsere Soße. Die hat gewartet. So, sehr schön. Und da geben wir die Pasta jetzt mit rein. Einfach so. Ihr könnt auch Tagliatelle machen oder keine Ahnung. Aber ich empfehle euch hier tatsächlich eine lange Nudel. So, und die Nudeln sind natürlich kräftig al dente. Eine Minute vor Garzeitende rausgenommen. Und jetzt können die hier drin noch mal ein bisschen nachgaren. Junge! So, die können jetzt hier schön ein bisschen. Deswegen ist es wichtig, ne, dass man die vorher, vorher rausnimmt, bevor die zu weich sind, die Nudeln. Sondern die wollen wirklich noch hart al dente sein. Und die sollen hier in dieser Soße fertig garen. Ne? Dann können wir uns ja schon mal so ein bisschen Parmesan reiben. Immer vom Stück runter, ne? Kauft euch keinen geriebenen Parmesan. Einfach hier mit so einer Vierkantreibe vom Ikea oder woher auch immer runterreiben. Top. So. Ah ja. Es riecht hervorragend. Die Nudeln sind an einem guten Punkt. Und jetzt können wir schon mal so ein bisschen Käse mit reingeben. Kriegen wir auch noch mal so ein bisschen Bindung drüber, ne? Stark. Und jetzt hast du natürlich alles, was du brauchst. Ne? Spinat, Knoblauch, Chili, die Power von den Sardellen, dann das Umami vom Parmesan. Stark einfach. Ich habe voll Bock drauf. Ich sag's euch, ihr müsst da so ein bisschen Liebe und ein bisschen Hingabe damit reinpacken, ne? In so ein Pasta-Gericht. Dann gelingen die euch noch besser als bisher schon. Und wenn man es so ein bisschen fühlt, ne? Das muss es so ein bisschen fühlen, dann kommt auch in euch die italienische Mami durch. Ja? So. Hört ihr es? Perfekt. Wir richten an. Timmy, heute haben wir kein Slow-Mo gemacht, gell? Nee. Ja. So, dann wollen wir noch mal gucken hier. Die gute Feinschmeckerpasta. Yay! Oh, toll. Übrigens hier dieses ganze Werkzeug, was ihr so braucht, ne? Um hier schadensfrei in den Pfannen arbeiten zu können. Das bekommt ihr dann logischerweise auch bei Hoffmann. Ne? Aber das wisst ihr ja in der Regel schon. Ist auch wichtig. Ich habe jetzt auch so eine Pfanne. Ja, ja, ja. Aber kein Zubehör. Und das scheint sich tatsächlich schwierig. Ist mir auch aufgefallen. Das ist natürlich bitter. Da müssen wir Hoffmann dringend informieren, dass der Tim schlecht ausgestattet ist. Ja? Oder du gönnst mal mit meinem Rabattcode. Das kannst du natürlich auch mal machen. Ja, klar. So, ich mache jetzt mal ein bisschen sauber, Kinder. Das sieht nämlich schon schlimm aus. Da machen wir ein Foto, ne? Und. Ja. Nach dem Foto wird zusammen probiert, aber es sieht doch jetzt schon geil aus. Also, guck mal hier. Ha! Ey. Noch ein bisschen Käse oben drauf. Also, Timmy, ihr Fokus ist ja on point, hast du gesagt. Ich hoffe es. Also, sieht doch geil aus, oder? Da hast du doch sofort Bock drauf zu essen, wenn du das siehst. Ja, also Spinat, Knoblauch, Leute, ich sag's euch. Oh, hab ich Bock drauf. Ihr wisst, wenn ein Koch so ein Kindheitsgericht nachkocht, dann geht der Koch oftmals verkopft da dran. Das haben wir ja gemerkt in unserer Serie damals, wo wir so Kindheitserinnerungen zum Weihnachts-Adventskalender gemacht haben. Ne? Aber hier habe ich es echt mal so gemacht, wie ich es da gesehen habe. Ich bin gespannt. Ey, im weitesten Sinne Veggie, wenn die Sardellen nicht sind. Ja, für Pesketarier geeignet. Aber. Bisschen Pfeffer oben drauf. Kommt die Chili? Ey, total subtil. Ist hintenrum. Es ist was da. Aber die hat ihre Arbeit getan. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du so drauf beißt und diese Kerne hast, dann merkst du es natürlich. Hast du aber hier nicht. Mmh. Mein Gott. Mmh. Mmh. Die ist sehr gut. Muss auch sein. Du hast da Butter drin, da ist Sahne drin, das ist natürlich hervorragend. Ich würde beim nächsten Mal einen Schluck Weißwein noch dazu nehmen. Dieses Mal würde ich machen auf jeden Fall. Die schmeckt wirklich sehr, 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 sehr geil.
Probiert es aus. Traut euch einfach mal an diese Sardelle ran. Das ist einfach, das musst du mal machen. Hier unten kann man Kanal abonnieren. Das ist schon ganz gut. Könnt ihr machen. 60% unserer Zuschauer haben den Kanal nicht abonniert, Tim. Da gibt's ja gar kein, es gibt keinen Grund dafür. Das kostet nichts. Wir freuen uns drüber. Ja? Und ja, jetzt, wo wir die 100.000 geknackt haben, wollen wir natürlich zur 250.000. Helft uns dabei, bitte. Schreibt einen netten Kommentar, ob es euch gefallen hat. Gebt uns einen Daumen nach oben und macht die Pasta nach. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mir natürlich auch mal ein paar Bilder schicken. Ne? Wir sind bei Instagram. Wollen wir Instagram schon 1 Million? Ja. Ja, hier, bumm. Instagram von mir. Und in der Videobeschreibung findet ihr auch einen Link zu unserem Discord-Server. Ne? Da diskutieren wir. Ich lese alles. Ich gucke mir eure Bilder an. Ist auch geil. Discord auch gut. Gell? Tschüss, macht's gut. Thank you.